Drecks-Kanal. okay, super. Bro, Mav hat die Wirklichkeit von so einem Panzer. Hey, ich schwitze wirklich bei diesem Stretchen so, Mann. Ey, das ist krass. Andere Seite, oder? Seitenwechsel, ja. Aber ich fühle mich ein bisschen freier gerade tatsächlich. Ich auch, aber es kommt, weil ich so viel gefurzt habe, Alter. Nee, ihr ist super bei mir, Felix. Klasse. Oh. Also ich glaube, es ist... Anderen Latt. Also Ron entpuppt sich hier so ein bisschen als Dehnungsmonster, Alter. Ey, wirklich. Mehr sich dehnen als auf der Venus. Ey, ohne Witz, also Ron scheint hier wirklich dehntechnisch weit nach vorne zu gehen. Jetzt geht's zu Acupressure über, okay. Wir gehen jetzt in meditative Zustände über Chat. Oh, das ist das Gechillteste. Aber wir brauchen wieder die meditative Musik, ey. Ja, die dürfen wir auch nicht. So. Wir dürfen unsere selbst entwickelten Produkte hier stolz präsentieren. Und zwar die Acupressure Mat. Ich lege mich gerne hier hin. Ich habe das jetzt noch nicht angefasst. Ja, du kriegst hier deine eigene. Und zwar, könnt ihr hier sehen. Ja, das wird euch tun am Anfang. Warte, ich würde mich hier hin zu Tim mal verziehen. Vielleicht von der. Um mal den ganzen Stretch mitzunehmen. Da seht ihr, da sind extrem krasse Stacheln. Ja, ich da vorne, Alter, ich mach hier lieber den Background, Johnny. Also wenn ich jetzt hier mein Finger rein tue. Bruder, er schmeißt die hier rum! Oh. Ja, die sind sehr spitz. Wurdest du gerade damit abgeschmissen? Ja, wir haben die, ganzen Stacheln und Kokos, also alles selber gemacht. Ja, auch die Füllung ist aus so Kokos und Fasern. Wir sind hier alles self-made, Digga. Alles shit mit von uns. CO2-neutral und allem. Ey, kommt alle gleichzeitig jetzt hier, ne? Gleich. Du musst weg. Ja, hey, warte kurz, dürfen wir uns alle oben ohne hier. Ihr werdet hier einfach gleich sechs oberkörperfreie Typen, die sich auf eine Akupressurmatte legen und Entspannungsmusik hören. Leute, wir sind angekommen im 21. Jahrhundert. Also kann man das den Leuten mal zeigen, damit die verstehen, dass das hier wirklich, ne? Also ohne Witz, schaut mal, das sind so richtig spitze Noppen hier. Also die sind wirklich spitz. Ja, so ist allein mit dem Fingerspitz. Die bohren sich jetzt in unsere Körper rein. Lassen, oder? Locker auflegen, ja. Ich werde jetzt anfangen. Entspannungsmusik? Bei Bell Acupressure Mat und dann werdet ihr die sehen. Aber die sind krass, also spitz. Ja. Wir hatten die erste Version, die wir gemacht haben, war zu spitz. Weil wir haben diese ganzen Dinger quasi selber gemacht. Also wie spitz die sind, die ganze Form und so. Und ja, das war die beste. Wir haben drei Formen ausprobiert. Und die hier ist halt top. Ey, es gab welche, die waren viel zu spitz, Digga. Das war gottlos. Ey, ich leg mir gleich den Pulli über den Dings. Zieh deine Socken aus, erstmal mit deinen Füßen. Pulli auf meinem Bauch. Ja, ich leg den da rüber, weil es echt ein bisschen frisch wird. So. Oh, ja. Nur die stinken! Jeder muss so, wie er kann. So, jetzt müssen wir uns echt konzentrieren. Wo ist die Musik? Ja, wir müssen refreshen einmal. Oh, tut das weh, Digga. Wir halten jetzt quasi mäßig den Schmerz aus. Und dann ab dem Punkt, wo du quasi darüber hinweg bist und der Schmerz weg ist, dann wirst du merken, dass du halt hardcore entspannst. Hugo, bitte jetzt nicht auf mein Gesicht treten. Hugo, jetzt bitte nicht auf mein Gesicht treten. Hugo, piss ihn an. Hugo. Hugo. Hugo, lass rummachen, komm. Hugo. Ey, werden wir gebannt, wenn ich mit Hugo rummache? Gechillt, komm. Nee, wir sind ja am Pool. Oh mein Gott, lachen tut richtig weh. Jetzt, Nico erzählt Witze und nicht lachen Challenge, wäre krank auf dem Ding. Das tut schon weh. Ich habe einen haarigen Schwanz an meinem Bein. Nico, bist du das? Diesmal nicht. Ja, also keine Ahnung, ich bin schon so, glaube ich, sehr lange über diesen Schmerz hinweg. Sehr lange schon. Seit locker einer halben Stunde, oder? Ja. Das Einzige, was mir ein bisschen wehtut, ist so an den Haaren, aber ich weiß nicht, ob das wegen meinem Zopf ist. Aber irgendwie brennt dein Gesicht, oder? Ja, mein Gesicht brennt auf jeden Fall. Wie war es auf der Venus? Sehr gut. Nächstes Jahr, ich komme auf die Venus mit der Akupressurmatte, Alter. Ja. Ich finde, auch jetzt ist man in dem Zustand, wo man wirklich merkt, dass man entspannter ist, ne? Ja, aber du bist immer noch so konzentriert. Boah, jetzt kommt die Entspannungsmucke. Thank you, Ivana. Hey, leckt sich Hugo gerade den Schwanz oder was macht er? Ey, das ist echt das Geilste, was ich seit sehr, sehr langem gemacht habe. Wie findest du's? Ich find's sehr, sehr geil. Das ist das Geilste, was ich sehr lange gemacht habe. Wie findest du's? Boah, ich weiß schon, ich hab der. Ja, das dachte ich mir gerade auch so ganz kurz. Und ich dachte, hab ich was falsch gemacht? Ey, Digga, ich schwör, Tim ist der Beste, Digga, ich schwör, du kannst ihm so schreiben, ey, Bro, lass morgen 19 Uhr Office treffen, dann schreibt er dir zurück, wann sollen wir uns morgen treffen. Ich bin so Ironie gewöhnt von euch die ganze Zeit. Also wer sich das wirklich reinzieht, ja, hat einfach die Kontrolle über sein Leben verloren. Ey, die gucken hier right in Nikos Klöten rein. Ey, meint ihr, irgendein Mensch guckt sich das gerade an? Ich glaube echt nicht. Nee, Mann. Ich glaube, das Traurigste ist wahrscheinlich, dass man euch da hinten nicht mal mehr hört. Ey, Tim, wie findest du's? Was? Überleg mal, irgendein Fremder kommt so in dieses Stream. Sieht uns hier liegen und wir reden so über... Nee, aber das sind so Sachen wie das hier.
dass du halt, ich sag mal, diese Dosis an Härte und so ein normales Leben zu führen, also führt für mich zumindest dazu, dass viel mehr kleine Sachen, die irgendwie normalerweise so langweilig und unspektakulär erscheinen, dir Spaß machen. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner Zeit gucke, wo ich viel gekifft habe, das war so meine Suchterfahrung, oder du, keine Ahnung, dir einen Porno zu viel anguckst, da fangen die halt an, immer weniger Sachen Spaß zu machen. Nee, bei mir auch nicht. Ja, aber Bro, das eskaliert ja auch. Ich im Leben hab, so, weißt du? Ja, aber ich guckst du viel? Die Leute mal sagen, so Porno ist scheiße, Digga, ich finde immer wieder was Neues Geiles. Ja, nein, du findest ja immer was Neues Geiles, aber findest du, ich habe persönlich damit auch so, also ich sag's offen, ich habe Probleme damit, ich habe viel geguckt, vor allem während Corona, aber ich finde, keine Ahnung, also manchmal hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie daran denkst und du dir so denkst, okay, das ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, oder das, ich habe keinen Bock. Also nee, ich muss echt sagen, also ich bin aber auch ein Typ, ich bin so ein Gedankenball, ich mache mir immer richtig nice Gedanken, feiere das auch sehr. Ja, fühle ich. Oder ich mach's, also pump die Palme an mit so einem kleinen Porno. Pump die Palme an. Ich bin ja dieser Amateur-Bonnie. Dann, wenn die Palme angepumpt ist, dann klappe ich manchmal zu und dann denke ich mir selber noch den Stuff. Also du hast da verschiedene Ausführungen sozusagen. So auch, Techniken. Ja, ja, voll. Ja, Männer vor der Venus habe ich dreimal angepumpt mit Uta. Jeden Tag. Aber dann wird auch die Palme wieder abgepumpt, oder? Ey, aber man muss echt sagen, da stand ich dann einmal mit allen Venus-Gesichtern, also mit den Mädels, ne, mit den vier Mädels. Aaron Troschke hat gerade ein Video gedreht, ja. Und man sollte sich bei irgendwelche Fragen wurden gestellt, ich hab's schon wieder vergessen. Aber man musste dann immer irgendwie, der am weitesten entfernt war, musste was ausziehen. Und ich habe dann erst mein Hemd ausgezogen und dann hatte ich eigentlich gar nichts mehr an, außer so meine Hose. Und dann musste ich halt direkt so die Hose ausziehen. Und das ist mir so direkt am Anfang vom Video passiert. Und ich stand dann da so 10 Minuten. Hätte ich nicht angepumpt, hätte ich echt ein krasses Problem gehabt in der Unterhose. Ich sag doch. Boah, das tut so das hat mich so schräg gerade durch. Wie sieht das aus? Sieht man was auf dem Rücken? Oh, warte, kannst du schon mal einen sehen? Ey, mach mal kurz ein Foto von meinem Rücken. Mach mal ein Foto. Ja, danke, Felixchen. Danke euch. Boah, Junge, du siehst ja, warte mal, komm mal, ja, das guck dir mal bitte Marc Eggers an. Alter. Ja, aber ist es nicht bei uns allen so? Nee, bei Marc ist am schlimmsten. Sag doch, irgendwas ist bei mir kaputt, glaube ich. Ist das so? Warte, ich mach kurz ein Let's Prep. Ein Let's Prederino. Das war ein sehr geiler Stream, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Du musst noch was machen. Ey. Junge, bitte chill. Ins Gym können wir nicht mitnehmen, ne, den Stream. Ja, ey. So schade, Mann. Weißt ich gehe jetzt kurz off, ich switche das Setup rüber in meinen anderen PC und komme dann wieder live. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.